hold for a very important message. Ihr schnuffeligen Schnuffelhasen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Saniel, euer Lieblingsroaster mit Herz. Und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist Folge 8 Kampf der Reality Stars. Und wir ziehen uns den wundervollen Content jetzt einmal zusammen rein und reden einmal über das gesehene Geschehen. Falls du ein Schnuffelhase werden möchtest und einer von uns werden willst, dann abonniere diesen Kanal und schwuppsdiwupps bist du ein Schnuffelhase und hast ein neues Lieblingshobby, und das ist die Werbung hier auf dem Kanal durchzugucken, mich zu unterstützen. Und während du das tust, während du diese Werbung durchlaufen lässt, kannst du einen Kommentar hinterlassen und uns sagen, was du denkst über die Mutter von Daniela Katzenberger. Wie findest du das, dass die immer so fertig gemacht wird, weil man ihr unterstellt, sie hätte nichts und ihre Töchter seien nur so reich? Und wie findest du es, dass sie darüber klagt, dass ihre Tochter Millionärinnen sind oder die eine zumindest? Also ich meine, was für First World Problems haben wir? Ich werde gemobbt, weil meine Tochter ist Millionärin. Ich würde gerne gemobbt werden, weil meine Mutter zum Beispiel Millionärin ist. Ja? Davon mal ganz abgesehen. Aber gut, Papa fährt heute nach Frankfurt, und zwar habe ich dort auch 3 Jahre meines Lebens verbracht. Ich habe dort mal gelebt und ich habe so überlegt, ey, dieses Bahnticket war so teuer, vielleicht lässt sich das ja irgendwie steuerlich absetzen. Führ doch einfach mit irgendjemandem ein Interview. Also falls einer von euch weiß, dass irgendein Trash-TV-Teilnehmer in Frankfurt wohnt, ich schwöre, ich mache ein Interview. Also lasst einfach in den Kommis da, wer da wohnt. Mir ist jetzt keiner in den Sinn gekommen, außer Aurelia. Aber Aurelia habe ich ja schon interviewt, ne? Aber lasst es mich einfach wissen. Und dann würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal. Ah nee, Quatsch. Wo kannst du Kampf der Reality Stars gucken? Natürlich immer Mittwochabends, 20.15 Uhr auf RTL 2 im Fernsehen. Und wenn du das nicht kannst, weil du kein Fernsehgerät hast oder kein Fernsehanschluss, dann kannst du das auf RTL Plus gucken. Und RTL Plus Abo gibt es über mich vergünstigt. 2. und 3. Monat 50% Rabatt. Und jetzt würde ich sagen, habe ich alles Wichtige hier mit euch besprochen. Ich hab gesagt, ich brauche morgens meine Ruhe, meine Routine. Und jetzt durfte ich mir keinen machen, jetzt trinke ich auch keinen. So. Nein. Ich habe gesagt, ich brauche morgens meine Ruhe. Okay, alles gut. Und okay. Ich durfte mir jetzt keinen Kaffee machen. Doch, ich wollte da einen Kaffee machen. Nein, ich mache mir meinen Kaffee selbst. Michael und dieser Mark, oder der, ich weiß gar nicht, wie der jetzt genau heißt, Markus, der Berlin-Nachts- und Tags-Darsteller, sind da in der Küche irgendwie ineinander geraten. Also Michael scheint einfach nicht so ganz zufrieden zu sein. Zumindest am Morgen nicht. Da hat er seine Schwierigkeiten, mit Menschen aufeinander zu treffen. Es gibt ja verschiedenste Typen. Ich muss sagen, meine Laune ist, wenn ich die Äuglein öffne, am Morgen auch nicht gerade die beste. Ich habe jetzt überlegt, mir täglich so schöne Affirmationen anzuhören. Habe ich vor 3 Tagen gemacht, und dann meinte der Typ, mach das bitte die nächsten 7 Tage lang. Habe ich jetzt nicht so durchgehalten. Aber die Laune wird dann meistens besser. Beim Blick in den Spiegel und dann auf meinen YouTube-Kanal und dann mit den schönen Nachrichten und so. Also Michael, such dir ein Hobby oder hör dir Affirmationen an. Ich wünsche mir so oft die ersten Tage nach meinem Einzug wieder. Das kannst du dir nicht im geringsten vorstellen. Da war so eine Leichtigkeit. Es war, klar gab es hier und da mal ein bisschen Drama, aber jetzt nichts, wo man sagt, okay, davon geht die Welt unter. Das ist so ein Phänomen, ne? Dass Leute immer irgendeiner alten Zeit hinterher trauern. Das ist nicht im Hier und Jetzt leben. Und das musst du immer tun. Das kann gerade gar nicht so scheiße sein. Das war nicht besser. Damals hast du bestimmt auch zurückgeheult und eine Situation hinterher geheult, die in der Vergangenheit lag. Immer im Hier und Jetzt leben. Was mal war, ist egal. Was mal sein wird, ist egal. Einfach im Hier und Jetzt. Und ich liebe es, wie gut ich so beratend agieren kann. Aber wenn es um mich selber geht, ich bin auch so ein Löwen, unterstellt man, dass sie Moonwalker seien. Also wenn wir nicht gerade in Beziehungen sind, dann versuchen wir alles zu recyceln und irgendwie so zurückzugehen, weil wir nicht geduldig genug sind, auf das Leben zu vertrauen und auf das, was da definitiv kommen wird. Aber jetzt, wo ich es an ihr sehe, finde ich es ganz schrecklich. Heute spielen sie ein Spiel und sie müssen raten, wem die Zuschauer
den Gewinn am ehesten gönnen würden. Nein, bitte seid realistisch, niemand gönnt mir das. Da wusste ich ganz klar, okay, die Zuschauer mögen mich nicht, ich bin safe ganz weit hinten. Naja, also es kann schon in Richtung Neid gehen. Ne? Wir sind ja eine Neidgesellschaft in Deutschland. Deswegen muss ich auch immer so tun, als würde ich unter ganz, ganz schweren Bedingungen hier leben. Nein, aber wenn man weiß, dass sie eine Villa hat für 1,7 Millionen, ja, da ist der Hate natürlich groß. Ne? Mit nichts tun, sagen sich dann die Leute, Influencerei, YouTuberei, was ist das? Setze dich da hin und lädst das hoch, das macht bestimmt YouTube sogar von alleine. Nee, ist nicht so. Also ich habe wirklich zum Beispiel, ich persönlich habe einen Fulltime-Job mittlerweile. Das sieht immer so schick aus, weil ich dann vielleicht auch mal von Gran Canaria aus arbeite oder so. Aber das ist gar nicht so lustig, weil während die anderen dann alle surfen sind, bin ich dann in diesem Hostel und schneide ein Video, was ich total liebe. Aber es ist halt wirklich Arbeit. Und bei ihr ist es natürlich auch Arbeit. Die ist halt getrennt von ihrer Tochter dann einmal im Jahr mindestens für 6 Wochen. Meine Mutter war einmal weg, da war ich 4 oder 5. Da musste sie für 6 Wochen nach Belgrad wegen des Visums. Ich habe diesen Schmerz, ne, von damals, den spüre ich immer noch in meinen Knochen. Und deswegen bin ich auch so, wie ich bin. Ganz, ganz anstrengend. Nein, die Leute sagen doch, aber ich krieg das Geld für meine Kinder. Ich werde immer so nur beleidigt und erniedrigt von Menschen, die immer sagen, ja, die kriegt doch sowieso alles von der Tochter mit dem Schubkarre, die Millionen. Deswegen gönnen wir der nichts. Ja, dann steh doch einfach dazu. Also als würde deine Tochter dir nicht helfen. Meinst du, wenn du eine neue Küche brauchst für 20.000 Euro, dann sagt sie, ja Mama, nee, kann ich dir nicht geben. Und wenn, dann zahlst du mir das bitte mit Zinsen zurück. Das kann ich mir schwer vorstellen. Ja, dann gibt's halt mal das Häuschen oder die Küche. Aber ist doch okay, steh doch einfach dazu. Ich werde dir da jeden Tag mit konfrontiert. Ich krieg jeden Tag irgendwelche Hassnachrichten. Es gibt sogar ganze Gruppen in Facebook, Hassgruppen. Ich kann ja nichts dazu, dass meine Kinder reich sind. Nein, aber das würde ich jetzt gerne stolz drauf. Aber probier dich jetzt nicht deswegen runterziehen zu lassen. Wow. Nein, das macht keinen Sinn. Ich weiß. Okay, Hassgruppen auf Facebook, Leute. Erstmal, wer benutzt Facebook noch? Nein, ich weiß, das ist sogar die meistbenutzte Plattform. Verstehe ich halt nicht, ne? Aber gut. Habe ich früher auch benutzt. Benutze ich nicht mehr. Nein, ist auch egal, welche Plattform man benutzt. Aber auf jeden Fall Hassgruppen. Also ich meine, man kann sagen, was man möchte, ne? Aber sie zu hassen, weil ihre Tochter ihr Geld gibt, ich verstehe halt diese Dynamik gar nicht. Ist mir eigentlich auch egal, woher die Geld bekommt. Also, ja, die Tochter hat das gut gemacht, ne? Die war auch unterhaltsam oder ist unterhaltsam oder whatever. Und dann hat die Mutter jetzt auch was davon. Aber da jetzt so ein Problem daraus zu machen und zu heulen, das, ich meine, ist die Mutter von Britney Spears nicht auch so eine gewesen, dass sie dann auch selber so den Fame wollte? Freut ihr doch einfach. Deine Kinder haben Geld, du damit auch. Fertig. Das heißt ja immer, man kennt die ja nur wegen der Kinder. Ja, aber wer hat denn die Kinder auf die Welt gebracht und großgezogen und immer hinter denen gestanden? Du würdest meine Kinder gar nicht kennen, wenn ich die nicht auf die Welt gebracht hätte. Das ist jetzt auch ein gutes Argument. Und deswegen kennt man meine Kinder nur durch mich. Verstehst du? Umgekehrte Psychologie. Ich bin hier eigentlich der Star. Heute hat man Elena in eine sehr, sehr bremsliche Situation gebracht. Also ich meine mit bremslich nicht Bremsspuren, so, ne, dass sie kacken muss oder so, sondern sie musste in dieses Tiny House und sie konnte sich entscheiden. Es gab Briefe für jeden und sie hätte auf jeden Fall 3 Briefe für ihre Kollegen von den Familien zerschreddern müssen, um ihren eigenen zu bekommen. Das war safe, dass sie das macht. Dann hatte sie die Option, nicht nur 3, sondern 5 Briefe zu zerschreddern und sich dadurch nochmal 3.000 Euro extra Gage zu sichern. Oder aber sie hätte alle Briefe ihrer Kollegen zerschreddern können, hätte selber einen Brief bekommen, 3.000 Euro dazu bekommen und wäre gesaved gewesen. Und sie hat sich entschieden für die mittlere Variante, also ihren eigenen Brief und 3.000 Euro extra Gage. Ich meine, man braucht das natürlich, ne? Ich glaube, bei einer 1,7 Millionen Euro Villa ist die Stromrechnung vielleicht 3.000 Euro. Und jetzt zeigt man die Leute, die keinen Brief bekommen haben, wie traurig sie sind und warum sie gerne einen bekommen hätten. Drama, Drama, Drama. Für mich ist es sehr schwer, aus dem Grund, dass in der Zeit, wo ich nicht zu Hause war, dass es meiner Oma und meinem Opa nicht so gut ging und dass sie halt zeitgleich... Und hier habe ich dann schon meine Taschentücher rausgeholt, weil ich so dachte, okay, die sind zeitgleich gestorben oder was, so zugrunde gegangen oder was ist da jetzt passiert. Und dann habe ich mich halt so kurz gefragt, ja okay, warum bist du dann noch da? Ein
Krankenhaus war. Okay, also Krankenhaus ist aber auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, das kann sehr traumatisch sein. Also ich weine manchmal heute noch, wenn ich an meinen Krankenhausaufenthalt letztes Jahr denke, wegen meines Kniebruchs. Und ich habe letztens meinen Kumpel zur Darmspiegelung ins Krankenhaus gebracht und dann kam es mir auch hoch. Kam es mir die Galle hoch. Sagt man das so? Also ganz komische Gefühle. Ich glaube, ich muss da auch mal näher drauf eingehen, auf dieses Päckchen. Elena ist zurückgekommen, hat denjenigen, die eben einen Brief bekommen sollen, einen gegeben. Und hat sie dann auch ihr Geheimnis ausgepackt, dass sie sich jetzt 3000 Euro Gage gesichert hat auf den Nacken von zwei Leuten. Ich werde das auf keinen Fall erzählen, dass ich 3000 Euro jetzt gerade kassiert habe. Das wäre ja echt nicht cool. Deswegen lasse ich das einfach so. Aber sie wird natürlich so damit nicht durchgegangen. Was? Man lässt sie damit nicht durchgehen. Das wollte ich sagen. Das wird doch früher oder später von der Produktion aufgedeckt. Und jetzt lesen die Leute ihre Briefe vor. Auch wenn du nicht gerade bei mir sein kannst, spüre ich dich die ganze Zeit über in meinem Herzen. Das ist ein Brief von Paulina. Und das war ja der Moment, wo sie so geheult hat wegen Henrik. Und wo sie eventuell einen neuen gehabt hat schon. Vögel zwitschern, weiß ich nicht, vielleicht. Diese Entfernung zwischen uns so schlimm und gleichzeitig so wunderschön, denn ich weiß, wo ich hingehöre. Sissy, ist einfach so eine Traumfrau, ne? Und ihr Schatz vermisst sie natürlich. Er gehört zu dir, zu der empathischsten Menschenkennerin on Earth. Ich danke dir vom Herzen, dass du mir gezeigt hast, wie schön es sein kann, zu lieben und geliebt zu werden. Das ging aber schnell bei den beiden. Also ich meine, wie lange waren die dann zusammen? 2-3 Monate? Finde ich sehr, sehr erstaunlich. Also es gibt ja immer keine Zeitangabe, wann sagt man sich, ich liebe dich, aber das ist schon, also Leute, das kann ja höchstens verliebt sein nach 2 Monaten oder nicht. Ich könnte mit dir auf den dreckigsten Bordstein sitzen und das wäre trotzdem der schönste Ort auf der Welt, einfach weil du da bist. Man merkt so sehr, dass Paulina bei Berlin nachts und tags mitgemacht hat. So, sie konnte sich vorstellen, mit ihm auf dem dreckigsten Bordstein zu sitzen, nach nur 2-3 Monaten Liebelei und dann 1 Monat später war es auch schon wieder vorbei. Aber man konnte sich das alles vorstellen. Paulina, ich liebe dich. Er ist auch einer der schnelleren Sorte. Zur Not schnappt ihr das Muscheltelefon und ich bin ratzfatz da, wenn es Probleme gibt. Dann gibt's Kassala. Du kennst mich. Ja, wir kennen euch. Auf jeden Fall. Ich will, also weiß nicht, irgendwie die Sissy, das interessiert mich auch gar nicht, was ihr Typ ihr schreibt. Die soll mal lieber ein bisschen Personality Training machen, anstatt hier so rumzuflennen. Ich liebe dich, bleib tapfer und hau sie alle um. Liebevoll versteht sich. Dein Mann Ben. Ja, das macht sie. Sie hilft der Gruppe auch so doll weiter mit ihrer Meinung und mit ihren Menschenkenntnissen und ihrer Streitschlichterkunst und so weiter, ihrer Diplomatie. Also die haut die da wirklich alle um. Die ist richtig gut unterwegs. Ich vermisse meine Freundin so sehr, vor allem, weil wir 24/7 zusammen waren. Jetzt habe ich endlich mal was Handfestes. Ich glaube, ich spreche für alle, die jetzt die Briefe bekommen haben. Elena, vielen, vielen Dank, ne? Ja. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, das ist, also, wisst ihr, was ich jetzt einfach mal sagen kann? Und es wird mir einfach so oft jetzt auch schon bewiesen. Dieses 24/7, ne? Kann nicht gut sein. Das kann einfach nicht gut sein. Ich war jetzt vor ein paar Tagen auf einer Finissage. Ich musste erstmal googeln, was das bedeutet. Hier ist der Beitrag dazu. Guckt es euch an. Ist auf Insta. Auf jeden Fall, Finissage ist wie Vernissage, nur dass es halt die letzte Ausstellung ist, bevor die Ausstellung da geschlossen wird. Ja, also ich bin da wirklich als Laie hingegangen. Aber was auf diesem Flyer drauf stand, ist, dass die stärksten Paare die sind, die alleine stark sind. Und wie kam es zu dieser Aussage? Sie hat immer 2 Fotos, die alleine stark sind und die sich aber auch gegenseitig ergänzen, immer nebeneinander platziert. Und ich habe das jetzt einfach mal auf Beziehung gemünzt. Ich habe in meiner Beziehung mit meinem sehr, sehr autonomen Freund oftmals gelitten, weil ich bislang durch die Welt gegangen bin mit all meinen Partnern so in Richtung rette mich, mach mich glücklich, weil ich alleine das irgendwie nicht so richtig schaffe. Und ich bin da ganz oft an meine Grenzen gestoßen. Aber ich muss sagen, desto mehr ich auch an mir arbeite und desto mehr ich das erkennen kann, dass es schön ist, dass wir beide jeweils alleine stark sind, desto toller finde ich diese Idee. Konntet ihr mir jetzt folgen? Also 24/7 zusammen, warum? Ihr werdet ja jetzt nicht siamesische Zwillinge. Lebt euer Leben weiter. Ne, habt verschiedene Säulen. Familie, Freunde,
und dem Partner. Und nicht nur dem Partner. Das, mit dem alles steht und fällt. Das ist nicht gut. Und man sieht es ja auch, die sind auch nicht mehr zusammen. So, auch diese Katie whatever und ihr Yannick oder wie hießen die von Temptation Island VIP, die waren ja auch so krankhaft 24-7 zusammen. Und jetzt haben sie geheiratet und jetzt gibt es wieder eine fette Krise. Ja, das läuft so nicht. Man braucht auch mal Abwechslung, Tapetenwechsel. Was sagt ihr zu genau diesem Thema? Bitte einmal die Kommentare voll machen. Jetzt hat Elena ihrer Freundin Sissi einmal von diesem 3.000-Euro-Geheimnis erzählt. Und was sagt Sissi? Sie hätte so oder so Briefe opfern müssen. Und ob jetzt 7 oder 5... Ich habe ein Mittelmaß genommen. Als würde Sissi sich jetzt gegen sie stellen. Also ich meine, selbst wenn sie sich dazu eine Meinung gebildet hätte und die wäre, wie kannst du nur so geldgeil sein, würde sie das hier nicht äußern. Sie ist einfach nicht so. Die verteidigt dich bis zum bitteren Ende, ganz subjektiv. Die würde niemals sich gegen dich stellen, erst später. Also vielleicht hat sie jetzt nach Auszug und nach Ausstrahlung, je nachdem wie das Feedback des Volkes war für Elena, hat die Sissi nochmal ein Statement abgegeben. So im Sinne von, ich distanziere mich von dem, was ich in der Sendung gesagt habe, weil jetzt bin ich erleuchtet und schlauer. Ja, und dann gab es noch einen weiteren Reibepunkt. Und zwar hat dieser Michael auch ein trauriges Gesicht gezogen, weil er von niemandem einen Brief bekommen hat. Und dann hat aber Daniela Katzenbergers Mutter gesagt, ganz ehrlich, was heulst du rum? Du hast doch eh keine Kinder und keinen, der dich liebt. Ich habe zumindest Kinder und eine Familie und einen Mann und so weiter. Und das fand er natürlich nicht so lustig, weil vielleicht hat er einen Hund, der ihm einen Brief geschrieben hat. Ey, Zicke! Das war nicht nett. Das hat mich getroffen. Was? Nein, ich hab's halt gegen dich gesagt. Du hast trotzdem gesagt, du hast keinen Partner und Familie und keine Kinder. Also was brauche ich auch keinen Brief. Also ich habe ja trotzdem auch Menschen, die mich mögen und von denen ich gern was gehört hätte. Ja, das ist aber auch richtig. Und dann brauchst du auch gar nicht hinterher zu rennen und zu sagen, Zicke. Weil dann willst du ihm jetzt weismachen, dass er zu zickig ist, nachdem du so eine ekelhafte Aussage getroffen hast. Hast du Daniela Katzenbergers Mutter? Wie heißt sie eigentlich? Ich kenne noch nicht mal ihren Vornamen. Jetzt habe ich heute zum ersten Mal was gesagt, was ich eigentlich gar nicht so als verletzend empfunden habe. Und dann rennt er gleich zu jedem, die Iris hat das und das und das gesagt. Natürlich, das bedeutet nämlich Sendezeit. Was soll er denn sonst den Leuten erzählen? Soll er denen jetzt allen immer die Karten legen? Nee, jetzt ist endlich mal was los. Heute geht es dann in einem weiteren Spiel um so Talente und meine zwei Favoritinnen äußern sich erstmal über ihre Talente. Ich bin talentlos. Ich auch. Und das ist der Grund, warum euch so viele hassen. Weil ihr habt euch da einfach hingestellt und ja, seid einfach da. Und andere lernen singen, lernen Gitarre, lernen Klavier, gehen zur Schauspielschule und so weiter. Üben ein Handwerk aus, so wie ich zum Beispiel, die YouTuberei. Das habe ich an der Akademie für YouTuberei eben gelernt. Und dann kommt ihr und könnt einfach gar nichts. Boah, was kann ich besonders gut austeilen, direkt sein? Und mich in meinen Bikinis präsentieren. By the way, habt ihr gemerkt, dass sie nur einen Bikinischnitt hat? Also jeder ihrer Bikinis ist gleich, nur ein anderer Stoff. Das ist auch was, ne? Nicht geizen mit den Reizen. Heute spielen sie ein Spiel und das hat folgenden Namen. Alle Hände voll zu tun lässt so viel Spielraum für Interpretation. Also ich finde, so viel Interpretation ist da nicht. Ne? Also ich denke da an Skifahren, natürlich. Paco hat die Augen zugebunden und muss die Leute ertasten. Das ist so eine Aufgabe heute. Und ich finde folgende Sequenz sehr, sehr lustig. Schnell. Zeit wird knapp. Knapp. Das ist jedes. Danke. Also, Paco hat sie erkannt. Die Frage ist natürlich, warum ist sie so pissig? Ja, weil er bei der Iris gesagt hat, jedes. Und da wird mich natürlich interessieren, wie er zu dieser Annahme kam. Jetzt wird gegrillt und dieser Berlin-Nachts- und Tags-Darsteller steht halt am Grill und er ist ein bisschen angepieselt auf Yasin. Warum? Das ist vorhin ganz krass aufgefallen. Andere brauchen manchmal vielleicht auch deine Hilfe, weißt du? Ja, was genau ist? Komm manchmal so rüber, als wenn du oft nur deine Sachen so machst, aber wenig anderen hilfst, weißt du? Ach, Quatsch. Das ist natürlich eine ganz, ganz offene Art, auf Feedback einzugehen. Ach Quatsch, auf gar keinen Fall, halt die Fresse einfach, okay? Ich mache hier alles. Jeder hilft auf seine Art und Weise, ne? Also, dass ich jetzt nicht super viel im Abwasch helfe, okay, stimmt. Aber für die Gemeinschaft, glaube ich, helfe ich viel mit. Also in Sachen Stimmung, ich schaue, dass jeder was zu trinken hat und dass jeder bei Laune ist. Das ist auf jeden Fall eine richtig tolle Aufgabe. Er geht den Leuten halt unaufgefordert auf den Sack.
besoffen und versucht sie alle mit in diese Party-Mood zu bekommen. Das ist auf jeden Fall in so einer WG sehr, sehr hilfreich. Sie müssen jetzt für eine Stunde Englisch sprechen. Und nicht jeder ist hier ein Native Speaker. If I go to another country, I have my phone and there is a translator app. So, and then I give it ein und then I speak it. Das ist doch auf jeden Fall ein Weg durchs Leben zu kommen, ne? Ey, das ist voll krass, ne? Also Englisch nicht sprechen ist schon, ist das schlimm? Nee, eigentlich nicht. Also ich bin in so vielen Ländern schon mit Englisch nicht weitergekommen. Spanien, Frankreich, Türkei und deswegen, nee, muss man nicht können. Aber es ist schon hilfreich, ne? Jetzt haben Paco und Yildiz ein Date und ich denke mir so, Leute, wir sind bei Kampf der Reality Stars, wir sind nicht bei Love Island, wir sind nicht bei, weiß ich nicht, das hat natürlich gehört Dating immer und überall dazu, aber ich finde es hier irgendwie ein bisschen nervig. Was ist dir in einer Liebesbeziehung besonders wichtig? Dass er die Miete für mich bezahlt und dass seine Mutter am besten schon verstorben ist, damit er sich nicht einmischen kann. Vertrauen. Ja gut, also wenn sie jetzt hier die Freundin nicht klar macht, dann braucht sie sich nicht zu wundern, ne? Dann lacht sie sich wieder einen an, der keine Miete zahlen kann. Das musst du jetzt raushauen. Ich habe aber erst in einer Beziehung. Also einmal hatte ich erst Vertrauen. Okay, und dann hattest du aber mehrere Beziehungen, wo du nicht vertraut hast. Das ist doch nicht gut, ne? Die Beziehung würde ich auch gar nicht leben. Bei mir ist so einiges wichtig. Vertrauen und so ist eine Selbstverständlichkeit. Das höre ich nicht auf. Ja, aber ganz ehrlich, was spielt ihr denn hier auch für ein Spiel? Ja, so Vertrauen zwischen Selbstverständlichkeit. Also so, oh fuck, ey, jetzt kommt er besser rüber als ich. Was kann ich denn noch so sagen? Ja, stimmt, genau. Also Vertrauen und was könnte noch wichtig sein? Humor vielleicht? Das ist die Körpersprache und die Augensprache. Ein blindes Verstehen. Genau, und hierzu würde ich jetzt auch gerne noch eine Übung mit dir machen. Mach dir mal bitte einen Schal um die Augen und mach mal einen Lapdance, deswegen Bodysprache und Augensprache auch. Also mit deinen Lashes auch und verbundene Augen wäre dann so blindes Verstehen. Wir spielen jetzt einmal kurz blinde Kuh und dann haben wir es doch, oder? Du sollst mein Gegenüber soll meine beste Freundin sein. Ein blindes Verstehen ist Gold wert heutzutage. Das stimmt. Und das ist vor allem heutzutage wichtig. Also früher war das nicht so wichtig. Das hat im Jahr 2022 auf jeden Fall nochmal ganz stark an Bedeutung gewonnen. Und was macht man eigentlich, wenn man schon eine beste Freundin hat und dann hat man eine Partnerin und die soll jetzt auch die beste Freundin sein? Wie geht man dann genau vor? Was magst du an deinem Gegenüber? Yildiz Kocsi, du bist eine wunderbare, bezaubernde Dame. Also er kann den Satz gar nicht grammatikalisch korrekt rüberbringen. Du bist so eine bezaubernde, wahrhaften Dame. Was soll man denn sonst sagen? Ich kenne die seit 3 Tagen. Und ich finde deine tätowierten Augenbrauen richtig schön. Also ich finde natürlich, dass du sehr gut aussiehst. Danke. Ich mag deinen Charakter. Danke. Ich mag es, dass ich über dich lachen kann. Über mich? Ja, also über deinen Humor. Das freut mich. Ja, also ich finde, du bist voll so ein Schöner, genau. Und ich finde deine Haare richtig, richtig schön. Und ich kann voll gut so über dich lachen, also dich auslachen, wegen deiner Wampe zum Beispiel auch und so. Ja, und deswegen, ich hoffe, du hast ein dickes Bankkonto, weil mein Halbex, also wir haben noch nicht Schluss gemacht, ist auch hier. Und da musste ich halt noch so wahrscheinlich die Hotelrechnung bezahlen, ne? Kühlschrank, der da wahrscheinlich geleert hat. Deswegen, ja, du bist voll toll, Paco. Oh, jetzt spielen sie so ein Spiel, das tut halt ein bisschen weh, ne? Da wird immer ein Satz eingeblendet, den wohl jemand gesagt hat, den hat jemand gesagt, und dann ist zu erraten, über wen wurde dieser Satz gesagt. Und der Schäfer kommt ein bisschen schlecht weg. Hat keine eigene Meinung, dieses immer mitschwimmen ist echt anstrengend, da fehlen mir einfach die Ecken und Kanten. Und manchmal kann es auch wehtun, das Lästern. Und dann fängt man schon an zu grübeln. Aber das genau muss ja passieren. Also ich meine, er ist der Konfliktscheu des Todes. Und das wäre jetzt mal so die Möglichkeit zu sehen, da läuft irgendwas schief. So nimmt mich meine Umgebung wahr. Das ist nicht so lustig, wenn man zu nichts eine Meinung hat. Das soll auch wehtun. Was mich traurig gemacht hat, dass die Leute denn
über mich gesprochen haben, dass ich keine eigene Meinung habe und so. Ja, aber das ist so. Zwischendurch sagt er dann so, ja, aber vielleicht haben die es gar nicht so gemeint. Doch, das haben die so gemeint. Das fällt uns seit der ersten Folge auf. Aber da wird es jetzt mal Zeit, ne? Ich meine, du bist jetzt auch keine 20 mehr. Nutz das doch jetzt als Chance, einmal mal zu gucken, warum traust du dich nicht, deine eigene Meinung kundzutun. Ich möchte auch immer der Schäfer sein, der immer mit allen gut auskommt. Das gibt's aber nicht. Weil du wirst es nie jedem recht machen können. Und du kannst nicht jedem gefallen. Am Ende finden dich alle langweilig. Also lieber mal hier Ecken und Kanten zeigen und dann ein paar haben, die dich wirklich dafür mögen, wer du bist. Und ein paar haben, die dich nicht mögen. Aber dann hast du wirklich welche, die dich dafür mögen, wer du bist. Bei der Stunde der Wahrheit wird natürlich nochmal für alle klargemacht, dass Elena für 3000 Euro extra Gage zwei weitere Briefe zerschreddert hat. Was denkt das Volk? Ich hätte mich nicht so entschieden. Es war eine schwere Entscheidung. Aber Geld ist nicht alles und Geld macht nicht glücklich. Ja, also ich glaube, Elena macht Geld schon ziemlich glücklich. Das ist der Grund, wieso sie sich die ganze Scheiße gibt, ne? Aber du, mein Lieber, würdest dich natürlich auch über 3000 Euro mehr freuen, aber du würdest dich niemals trauen, dich dahin zu stellen und den Leuten zu sagen, ja, sorry, habe ich gemacht, weil dann würdest du Gefahr laufen, dass sie dich nicht mögen. Nee, ich hätte mich zum Wohle der Gruppe nicht so entschieden. Ja, aber dann hättest du Daniela eine WhatsApp geschickt und hättest gesagt, du Schatz, ich hätte hier 3000 Euro mehr bekommen können, habe ich nicht, meines Images zuliebe, kannst du mir das bitte einmal schnell PayPalen, weil sie ist ja Millionärin. Ja, und jetzt wird natürlich Paco auch nochmal gefragt, sag mal Paco, warum hättest du denn gerne einen Brief bekommen, damit man der Elena nochmal ein richtig schlechtes Gewissen macht? Weil meine Oma und mein Opa zu dem Zeitpunkt, wo ich nach Thailand gekommen bin, zeitgleich im Krankenhaus waren. Und ja, ich gerne wissen wollte, wie es denen geht. Das heißt, die beiden vermisst du am meisten? Hm. Ich weiß, dass es den beiden gut geht. Jetzt bereue ich meine 3000 Euro. Was sage ich zu solchen Situationen? Ich will nicht herzlos klingen. Es ist ja auch irgendwie so die Sache, auf die er sich beruflich eingelassen hat. Man würde jetzt sagen, ja gut, also wenn du dir so eine Sorgen machst um deine Großeltern, dann cancel das Ganze doch und bleib nicht wochenlang in Thailand. Aber das machst du ja auch nicht, wenn du irgendwie beruflich unterwegs bist für deinen Bankjob beispielsweise. Wenn sie dich dann 3 Wochen nach Zürich schicken zum Vorstand, whatever, sagst du ja auch nicht, ach so, und ich kündige jetzt meinen Job, weil meiner Oma und meinem Opa geht es nicht gut. Deswegen, ja, doch, kann ich das schon verstehen. Man muss halt manchmal Opfer bringen und das nimmt ihn halt sehr mit. Und die Produktion ist sehr dankbar über so einen emotionalen Moment. Und dann wird er gleich zweimal mit Sendezeit beschenkt. Einmal im O-Ton und einmal noch in der Entscheidungsnacht. Und Elena zeigt Herz, also ich meine, dramatischer und herzzerreißender geht's nicht. Jelis, was ist denn deine Strategie jetzt für den Endspurt? Meine Strategie war eigentlich, niemanden an mich ranzulassen und mein eigenes Ding hier zu machen. Das hat auf jeden Fall richtig gut geklappt, würde ich sagen. Also das ist mir sehr, sehr gut gelungen. Heute fliegen 2 Leute raus und ihr werdet jetzt einmal sehen, und zwar mehrheitlich. Ne? Die bekommen alle beide jeweils 8 oder 7 Stimmen. Was sagen sie zum Abschied? Woo! Ich hab's geschafft! Ja, ich wollte mich auch nochmal bei euch bedanken. Ich habe mich bei euch wirklich sehr wohl gefühlt, auch wenn wir jetzt nicht so die krasse Connection im Endeffekt zu anderen hatten. Aber ja, habt noch eine schöne Zeit. Danke. Passt gut auf euch auch, ihr beiden. Ich finde, an dem Model wird auch nochmal so klar, dass man das nicht schafft, mit jedem gut zu sein. Weil sie hat ja immer wieder in den O-Tönen auch gesagt, ja, also ich bin hier mit jedem gut. Also mit jedem so ein bisschen, aber mit keinem so richtig. So, das ist halt dieses Everyone's Now Everybody's Darling-Syndrom, was halt irgendwie nicht richtig aufgegangen ist. Ja, und der Berlin-Nachts- und Tags-Darsteller musste jetzt auch gehen, der freut sich eigentlich. Der hat Geburtstag, glaube ich, einen Tag später oder so. Ob ich ihn vermissen werde? Nein, definitiv nein. Und ich wünsche natürlich alles Gute. Und ich wünsche auch euch alles Gute. Adieu, meine Süßen.